für diese schöne Improvisation. Vierhändig gespielt haben, kannst du folgende Elemente verwenden. Die Töne des A-Moll-Dreiklangs als sehr lange Noten, vier Schlagnoten oder mit Haltebogen als acht Schlagnoten zusammengebunden A, C, E, auch mit der linken Hand und auch beide Hände zusammen. Da parallel, bitte darauf achten, die Hände sind ja quasi für die Gegenbewegung gemacht und um das A zu treffen, hat links der fünfte Finger seinen Einsatz und rechts der erste Finger. Und ein anderes Element sind Tonleiterabschnitte. Und mit der linken Hand und parallel. Hier haben wir dann Viertelnoten, die mit der Begleitung sozusagen ganz genau im Vierteltakt gehen, im Viervierteltakt. So hört sich das dann an, ja? Aber deine Elemente sind, wie erklärt, hier in dem Fünftonraum zwischen A und E.